Da, wo ich landen wollte, kann ich gerade nicht landen. Ich voll gemein. Sehr gemein. Landen wir halt hier. Dein Heli kann auch schief stehen. Ja, mein Heli hat's voll drauf. Irgendwie nicht mehr. Oh, okay, einer ist gerade hier weggeportet. Der cheatet! Ich glaube, hier waren wir schon mal. Ja, das war da, wo die Rebellen dann da hinten in der Ecke dann endlich mal jemanden umgebracht haben. Ah ja, stimmt. Oh toll, dieser scheiß Helikopter dazwischen. Schon Tank. Komm schön um die Ecke. Das war der Kopf. Also der Helm. Das war der Kopf. Mist, jetzt muss ich nach. Nein! Oh, sag mal! Was ist denn das für ein Tank? Jetzt ist er tot. Die sind so ein bisschen aufgeschreckt. Ah, wieder schön in den Fuß geschossen. Ah, Mist. Diese fucking Drohne, ey. Ist weg. Jetzt hätte sie keine Chance gehabt. Ich glaube, es lebt nur noch einer. Und der ist auch Informant. Gibt auch. Wen nehmen wir denn? Nehmen wir diesen dämlichen Drohnenfutzi. Okay. Diesen Ort finden. Los. Ich hab dir schon alles gesagt. Okay. Und draufgegangen. Der hier nicht. Interessant. Sag mir, wo die Gefangenen sind. Nein, bitte. Sie sind nicht hier. Sie sind in einem Geheimgefängnis. Es befindet sich in einer antiken Festung. Am Fuß des Northern Mountain. Bullshit. Warum sollte Gibson sich nicht selbst darum kümmern? Er ist nicht zuständig. Es gab den Befehl, dass Stone sich selbst darum kümmern wollte. Er ist tot. Ein Geheimgefängnis, das von Stone geleitet wird. Das klingt nach einem verdammten Albtraum. Schatz. Danke. Auf 112 Meter nach Süden. Hm.
Achso, da oben also. Hm. Jetzt gehe ich mal schön hier auf den Hügel. Da hat er sich aber was einfallen lassen, ne? Mhm. Den aber alle irgendwie ein bisschen... ist noch einer. Und durch das Holz kannst du natürlich nicht durchschießen. Was ich konnte. Aber der ist bei mir so dicht an der Kante, dass ich ihn nicht... Der muss irgendwie über einem Felsvorsprung oder so sein. Oh, da sind aber noch mehr. Manchen Dinger kannst du da durchschießen und manche nicht. Gibt keine Sektoren mehr. Als Rebellen. Arschlöcher, ihr seid frei. Oh. Wollen die hier nicht raus? Schlösser konnte ich so aufschießen, ne? Aber hier, das in die andere Richtung ist. Das ist doof. Ziel gefunden. Er hat gesagt, man soll nach Zielen suchen. Hab ich gemacht. Oh, das war der letzte.
hast Geheimnisse von mir? Tu mir nichts. Ich würde dir doch sagen, wenn ich mehr wüsste. Dankeschön. Bitteschön. Es sind noch ein paar, die wir befreien sollen. Scheiß hier. Als wenn, weißt du, die sind frei, als wenn die das jetzt nicht selber könnten. Es ist nicht Apex. Hättest du gedacht, dass du mal Friedenskämpfer wirst? Wir können eine neue Welt erschaffen. Eine bessere Welt. Wir wurden entdeckt! Achtung! Infos sind immer gut. Agent Doppel-Null! Sind das... Oh, Gott sei Dank! Ja, dann machst du mal frei. Oh, Steve! Oh, Steve! Wie weit? So, dass ihre Arme frei sind. Okay. Ich dachte so bis auf die Knochen oder so. Ich stehe nicht auf andere Frauen, Schatz. Ja, bis auf die Knochen. Es ist vorbei. Die Leute von Sentinel sind besiegt und die Outcasts befreit. Ich weiß nur nicht, ob sie es alle geschafft haben. Kommt Zeit, kommt Rat. Kommt Unrat. Wie sind sie hier gelandet? Ich dachte, sie wollten erstmal abtauchen. Sentinel hat die Patrouillen verstärkt. Ich wollte ein Netzwerk aufbauen, um dir seit Sie wollte eigentlich ihre Klamotten waschen und es dabei gestört wurde. Ich kann mich einfach nicht zurückhalten, wenn es irgendwo was zu tun gibt. Nachvollziehbar. Und so kam Sentinel auf ihre Spur? Ich wusste, dass sie skrupellos sind. Aber was die Soldaten da getan haben, fehlen die Worte. Hat man sie gequält? Das geht nur mich und die was an. Die lautesten Schreie kamen aus einer Hütte im oberen Innenhof. Wissen Sie, was da passiert ist? Nein, aber die Soldaten haben gefeiert, als sie erfuhren, wer ich bin. Sie stritten darum, wer Stone die frohe Botschaft überbringen darf. Ich hatte Glück. Nicht mehr lang und sie hätten mich in diese Hütte gebracht. Verstehe. Wenigstens scheinen sie nichts von Haruhi zu wissen. Sieht aus, als hätte Stone die Nachricht bekommen. Suchen Sie sich ein Versteck und seien Sie bereit zu kämpfen. Wenn die Alte dann da bleibt, wo sie ist, dann haben wir gar keine Probleme. Und guten Nacht, Mari. Was? Naja, schnetzelt euch erstmal durch die Grünen und dann kommt irgendwann mal zu uns. Osten. Oh, ich muss nachladen. Das war's? Ja. Okay. Lame. Ja, dann quatsch mal mit ihr.
Sentinel ist abgerückt und der Rest der Outcasts sicher. Tauchen Sie jetzt ab. Sie werden gesucht. Sie werden den Kopf rausstrecken wollen, aber glauben Sie mir, widerstehen Sie diesem Drang. Sie könnten diesen Ratschlag ebenso wenig befolgen wie ich. Leute wie wir müssen handeln. Das liegt uns im Blut. Wissen Sie nicht, was Sie losgetreten haben? Alle schauen nur auf Sie. Und Tod nützen Sie niemandem. Mein Vater war Arzt in einer Notaufnahme. Er sagte, man kann vor dem Tod davonlaufen oder sich ihm stellen, aber er kommt so oder so. Man sollte ihm auch nicht in die Arme laufen. Passen Sie auf Haru hier auf. Sie braucht sie. Jetzt mehr denn je. Ich schätze mal wieder runter. Ach nö. Ja, ja, ja. Oh, ist das nervig. Ja, natürlich. Bisschen näher dran, sonst kann ich ja nicht porten. Halt so schönes. Entweder quatschen sie einen zu oder man portet von A nach B und ja. Aber wenigstens ist die Sonne wieder aufgegangen. Ach, gucken wir mal, ob wir es jetzt hinkriegen. Ja! Klatsch. Nee, er ist wirklich aufgegangen. Was Neues zu Sigrid? Ich hab's ihr gesagt. Alle haben's ihr gesagt. Das sollten Sie sehen. Als Anführerin der als Outcasts bekannten Organisation wird Dr. Sigrid Bloom Folgendes zur Last gelegt: Spionage, Sachbeschädigung, Terrorismus, Beihilfe zum Terrorismus, Sabotage, Tätigkeit für ausländische Mächte und Anstiftung zum Aufruhr. Unter den außerordentlichen Bedingungen des Ausnahmezustands verurteilt dieses Sentinel-Standgericht sie zum Tod. Oh, verdammt. Wo wurde das gedreht? Vielleicht können wir... Sie haben das Urteil schon vollstreckt. Gibson hat es mir über einen toten Briefkasten aus meiner Zeit bei Sentinel mitgeteilt. Gibson. Er kam nie mit Stone aus. Ich hielt ihn über Stones Aktion auf dem Laufenden. Aber jetzt haben sich die beiden ganz offiziell überworfen. Offiziell? Gibson wird jetzt wohl aus Aurora ausgeflogen. Ja. Scheiße. Hören Sie. Wir können meine Beweise für Sentinels Verbrechen an die US-Regierung schicken. Das Treffen ist arrangiert. Trauen Sie Gibson? Ich traue Becker. Wir müssen ihn treffen. Okay. Aber das läuft nach meinen Bedingungen. Eine Entführung. Sie holen Gibson aus Camp Fox und treffen mich und Haru hier auf neutralem Boden. Dann
bringt er die Beweise in das Flugzeug. Einfach. Ja, sowas in der Art. Bin wieder Sperrgebiet. Gesundheit, mein Schatz. Ah, danke schön. Ah, ich nehme am Lake Elizabeth. Kilometer. Ich glaube, ich hole mal Heli. Ja. Eben gerade so komisch. Sitze. Ach, das sind das nicht wieder die Wolf. Hm.